Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit Miniman gleich. Ja, wieder Daily Shop News und Combo Masteries. Wir haben hier den Mythic Zoidberg in Mamas Altmodische Geheimnisschatulle. Dann haben wir die Evening Beer Tire Box. Die habe ich euch bereits vorgestellt. Evening Beer Dale, Beer Tasting. Lois Griffin, Dinner Date Front, Bartenders, Not Francine Smith und Beer Funnel Peter. Plus diese ganzen Kombos hier. Oben rechts in der Ecke werden sie verlinkt. So, dann haben wir das Mythic Tina Pack mit Cognac Bender Beer Festival. Das ist neu übrigens heute, jetzt 6 Tage, 18 Stunden. Mit Cognac Bender Beer Festival, Beer Tasting und wieder Francine Smith. Dann haben wir hier last but not least Eierflip Roger. Den kriegt man auch relativ weit hoch. Irgendwo bei 50. 10,53 sogar. Hier Tropical Drinks, genau das gleiche. Also das sind auch wieder Pre-Combos, die unter Umständen eben für ein Defense-Deck ganz interessant sein könnten. So, Beer-Testing, genau, Cognac Bender. Gucken wir uns die mal an. Bis 9,37, wenn man sie nur einmal zieht. Bis 12,47, wenn man sie zweimal zieht. Und das sind natürlich geile Werte. 15,58, ne, wenn man den dreimal hat. So, ja. Und dann gehen wir hier raus. Dann haben wir die Chef Drunk Box. Die ist mega cool. Mit Rooftop Drunk, Weintrio, Braubier, Wodka Bier, Eugene Belcher und Hank Hill. Nicht zu vergessen hier auch wieder Chef Cat Binge da hinten. So, und dann sind wir auch schon in der Daily Combo Mastery angelangt von heute. Dann haben wir Fresh Start. Und Fresh Start ist diese hier. Jetzt müssen wir ganz kurz schauen, dass ich auch wirklich das Richtige drin habe. Jawohl. Fresh Start ist hier mit dem Teddy. Gibt es da nur die eine Kombo-Möglichkeit? Mit Teddy und der Flare Gun. Okay. Und dann kommt Fresh Start bei raus mit Heilen. Und Angriffspunkten, wenn du eine Combo spielst. So, Drunk Bullock. Den schauen wir uns als nächstes an. Das ist dieser hier mit einem Mythic Bullock. Alamo Beer, zum Beispiel Pawtucket Patriot Ale. Absinth, ich gehe jetzt nur noch die Legis durch. Personalized Beer Mark. Kleins Bier, Slewback. Das sind dann doch schon alle. Dann hast du eine Mauer auf der rechten Seite. Gehen wir mal hier auf die Slewback. 19er Mauer, 13er Bombe, 22 Blutsauger. Das ist schon relativ ordentlich, sage ich mal. Ich muss das Ding irgendwie mal ein bisschen weiter hier rüberziehen, sonst sieht das so kacke aus, ne? Also, ja. Also recht ordentlich, muss man sagen. Drunk Bullock. Dann haben wir hier als nächstes Fry's Painting. Auch die schauen wir uns jetzt mal an. Fry's Painting ist hier in Fry. Den kann ich gleich schon wieder maxen. Dann gehen wir mal hier durch. Was haben wir denn da alles? Mit Jerome's Mother. Graffiti Mural. Mutilated Therapy Dolls. Arc Sketch. Shakespeare Calculon. Reflections. Holographic Washington mit Sad Clown. Und da haben wir auf der rechten Seite Entführen, Motivieren und eine Mauer. Oh. Auch nicht schlecht. Defensiv, also was heißt nicht schlecht, die ist schon ziemlich geil. Wer hier ein Fry hat, 1000 würden sich hier wirklich rentieren, Minimum. Ja. Wenn nicht sogar 2 Krönchen. Also ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Combo. Dann haben wir den Pinguin-Konservator. Auch hier wiederum interessant für diejenigen, die die Mythic Lila haben. Gehen wir mal hier runter, gucken wir mal. Aber geht hier mit Pantry Guns. Guckt euch das an. Hier hast du 24 Angriff und 25 Punch. Das heißt, du hast jetzt schon 49 Punch im First Hit. Plus noch den Stoß durch die Mauer. Das heißt also, da kommst du eigentlich ziemlich safe zu deinem First Hit, weil du ja die Mauer durchbrechen kannst. Und ist allerdings jetzt nur mit der Pantry Guns machbar.
Alles andere, gut, hier oben selbst mit dem Rifle oder mit der Rifle, mit dem Gewehr, hast du noch 21, 23. Aber wenn du die Pantry Guns hast und die Lila und den Pinguin Konservator auf die Art und Weise spielen kannst, ist das natürlich geil. Denk dran, es gibt auch Clashes, wo die Pantry Guns Karte eine große Rolle spielt. Und da könnte das unter Umständen interessant sein. Muss jeder von euch selber wissen, ob er für diese eine Combo 1000 Steine ausgibt. Ist aber auf jeden Fall, also es kann unter Umständen echt Sinn machen, ne? Also wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.